Hallo meine liebsten Lieblingszuschauer und willkommen zurück bei Tales of Cecilia. Hier gerade mitten im Kampf, weil ich einen Schnellspeicherpunkt gemacht habe. Und ja, die Gegner wohl respawnten. In der Woche, in der ich nicht gespielt habe. Verdammt, ey, ich habe echt wenig Zeit. In letzter Zeit. Aber ich glaube, darüber beschwere ich mich doch häufiger mal. Wow, du merkst halt echt, dass du raus bist. Ich habe aber gerade, bevor ich angefangen habe zu spielen, es ist übrigens Samstag, 7 Uhr morgens, mit Dean und Yammer von Design eine Runde, was heißt eine Runde? Alter, wir haben bestimmt 5 bis 10 gespielt. Rocket League nämlich. Und da hat Yammer, der dieses Spiel ja auch spielt, mir einen Tipp gegeben. Letztes Mal, ihr erinnert euch, ich wusste ja nicht mehr so richtig, oder nicht so recht viel eher, was ich denn tun muss in diesen komischen Säulendingern. Und er hat mir gesagt, auf diesen Säulen sind jeweils Zahlen oder Ziffern oder wie auch immer. Und es kann auch mal sein, dass man die halt von einer bestimmten Seite aus anmachen muss. Ich habe das ja immer von vorne versucht. Kann aber sein, dass das mal von rechts passieren muss. Oh, du bist so ein geiler Stecher, Yammer. Du bist so ein absolut geiler Stecher. Bedankt euch bei ihm, dass dieses Let's Play so weitergeht, wie es nun tut. Statt völlig langweilig, rageig. Was muss ich tun? Brennender Ansturm. Ich muss tun, erstmal gucken, wie Ausrüstung. Boah, das ist, wenn du gerade so viel Outdoor-Fußball gespielt hast, dann ist das jetzt aktuell ein bisschen, ja, vor allen Dingen, wie erwähnt, zu so früher Stunde auf einem Samstag. Haben die ja schon alle, das ist ja doof. Ist vielleicht sein brennender Ansturm nicht so gut? Nein. Ja, egal, dann können wir das später irgendwann zum Fusionieren verwenden. Mehr ist hier aber nicht. Warum ist denn die Platte noch nicht oben? Oder können wir die hier überhaupt irgendwie hoch machen? Nö. Ja, Mort Pro hat mich übrigens davor gewarnt, dass die anderen Tempel noch viel, viel schlimmer sein werden. Eine Sache, die ich befürchtet habe, aber die Gewissheit darüber zu haben, ist natürlich nochmal etwas belastender. Hier ist nichts mehr zu holen. Ich werde jetzt Kämpfe meiden, weil ich ganz einfach gerne in der Storyline auch etwas weiterkommen mag. Jetzt, wo ich diesen, in Anführungsstrichen, Trick kenne mit, du kannst auch mal eine andere Seite verwenden oder die richtigen Zahlen müssen es sein, können wir wohl schnell weiter. Wenn ich dann nochmal finde, wo wir hin müssen. Oh. Da kriegt jemand gerade aufs Maul, richtig? So, nämlich. Einmal amortisieren. Und die kleinen Hundis gehen kaum gleich drauf. Sogar gestunt, ey. Oh, und wir haben halt gleich wieder 3 zusammen. Das ist mega geil. Scheinbar haben die jetzt im amortisierten Zustand auch gezählt. Also die Zeit, die wir da verbracht haben, um unsere Leiste wieder aufzuladen. Ja, wenn es nur einer ist, dann wird er halt natürlich gnadenlos von allen bombardiert. Und dann hat er auch gar keine Chance. Oh, ein Levelaufstieg. Da habe ich ja total nicht drauf geachtet. Neues Arte, Kenntnisse. Wir dürfen also mal schauen, beim guten Dizzle, mit der ist ja erst bei 3, ist ja gar nichts. Ich bin auch der Meinung, dass selbst hier schon irgendwie was war, wo wir nicht weiterkamen. Wir sind schon unten. Sonst wenn jetzt hier nichts ist, dann gehe ich nochmal hoch. Mal looky machen, ob das hier war. Ich habe halt echt einfach... Dieser ganze Dungeon ist nicht mehr in meinem Gehirn drin. Komplett nicht. Da haben wir irgendwie noch was, wo wir, glaube ich, noch nicht drin waren. Aber hier waren wir ja noch gar nicht. Oder das ist eine Truhe, die halt aufgemacht werden muss. Das kann ja auch sein. Was ist denn nochmal... Schwäche Wasser. Kriegen wir hin. Wow. Boah, ich bin auch etwas überfordert hier im Moment. Mit was geht ab und wie und wo und... Oh. Aber unser Mizu no Yaiba regelt das schon. Oh.
Oh, hier sind Orientierung hier, ne? Es ist super belastend. Ich wurde gestern? Nein, vorgestern wurde ich von einem unserer Geschäftskunden zum Essen eingeladen. Weil ich den guten Menschen ganz gut Geld gespart habe. Ja. Und es ist der Wahnsinn. Das war ein Restaurant. Da waren Chef und ich auch schon mal. Er noch nicht. Dann haben wir ihm halt die Adresse genannt. Er war auch so nett und hat uns dann gefahren und alles. Er hat das dann einmal gegoogelt, wo das ist. Und ist dann halt ohne Navi dahin gekommen. Und ich wohne ja in Lübeck, das ist in Hamburg. Das ist, naja, ca. 60 Kilometer entfernt. Und er konnte mir halt jeden Straßennamen nennen. Ja, jetzt müsst ihr gleich diese Straße kommen und dann diese und dann jene. Und wo ich dachte, Alter, was? Und ich halt mit meinem gümmeligen Orientierungssinn, ne? Es ist halt traurig. Es ist einfach absolut traurig. Es sieht fast so aus, als wären wir von da gekommen. Ja, sind wir auch. Ah, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen quasi. Okay. Aber das ist für mich ganz gut, weil ich jetzt wieder so ein bisschen was an Orientierung habe. Ich weiß nämlich, ursprünglich sind wir den Weg gegangen und dann später eine Abzweigung nicht weiter wegen unserem bekannten Problem. Hier. Ah. Gefährliches Treffen? Wieso das bitte? Das ist ja ein Quatsch. Das ist jetzt absoluter Quatsch. Wow, ich hab halt einfach gar keine Pumpen da. Jetzt alle auf einmal zerstören. Hier, gefährliches Treffen am Arsch. Nichts ist, Bruder. Einfach mal schneller geregelt als sonst was. Arnim Phoenix! Ach, gefährliches Treffen, weil das Mädel gegen auf einmal war. Hey. Das kannst du natürlich haben. Wie halt einfach mal eine Fusion aus Seraphim und Mensch gestunt wird. Wow. Beeindruckend. Immer schön in einer Gruppe lassen. Bitte. Und dann kaputt machen. Während sie alle aufeinander stehen. Und jetzt. Alles, was du hast, mein Freund. Während er fliehen möchte. Wow. Bin ich da irgendwie ausgewichen? Oh, dann defusioniert halt wieder. Feldspaltstiefel. Hat über 300 Erfahrung. So. Nein. Es war hier runter. Daran erinnere ich mich dann doch wieder. Und da unten gleich ist dieser Ort gewesen, wo wir nicht weiterkamen. Da. Oh, ja, einfach damit er nicht nervt. Desele onegai, schreit die liebe Roaster. Was übrigens auch mit einer der liebsten Chars von Yama ist, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und auch, sag ich, weil ich sie ja auch sehr mag. Wow. Das ist halt einfach so hart, was die an Life haben, ne? Es ist einfach so belastend. Ich muss nach dem Kampf auch mal wieder was einschmeißen, glaube ich. Also irgendwas zu futtern, was dann halt alle heilt. Boah. Dann auf einmal. So? Kawattene. Antamo kawattenei. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie die beiden seltsam nennen. Sie hat natürlich recht, davon mal ab. Wow, und wir haben eigentlich doch viel mehr Life, als ich dachte. Ne, dann lasse ich das mit dem was reinwerfen. Zahlen, sagt der Stizzlerboy. Nee, irgendwie nicht. Aber dann können wir auch wieder versuchen, halt einfach von der anderen Seite das anzumachen. Und der Scheiß bleibt an. Vor allem, wer kommt auf sowas? Wer bitte kommt auf so einen Scheiß? Alter, es kommt einem jetzt halt so easy vor, ne? Oh, der letzte dann doch falsch. Ah, der bleibt dann so an, aha. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schnell genug sein muss, oder... Was? Wo? Hä? Warum? Wir reden mal mit ihr hier. Ist das heiß hier? Bah, ich kann kaum atmen. Das ist das erste Mal, dass ich mir diese knappe Kriegermädchenmontur wünsche.
What the fuck? Es entgeht mir etwas, das weiß ich genau. Tja, wir wissen, dass jeder Sockel anders ist, oder? Das hat bisher funktioniert. Vielleicht geht es dieses Mal einfach um den Ort dieser Unterschiede oder so. Ort dieser Unterschiede? What? Okay, also es wird wohl scheinbar eine Reihenfolge geben. Aber ich sehe halt einfach Ziffern nicht. Nee, das ist ja doof. Jetzt mache ich ja das, was ich letztes Mal einfach schon gemacht habe. Also mal ganz genau anschauen. Ist hier irgendwo eine Zahl zu erkennen? Die Seite sieht für mich absolut identisch aus. Absolut identisch. Es hat 3. Ah, es hat 4. Ah. Es geht um die Dinger drumherum. Oh, ich bin auch so bescheuert. Also beginnen wir hier mit 1. Weil das halt einen Orbit hat quasi. Das ist 2. Das ist 3. Und das ist 4. Aber ich bilde mir ein, dass ich das in dieser Reihenfolge so schon mal gemacht habe. Naja, wahrscheinlich bilde ich mir das falsch ein. Weil ich dumm bin. So. Aber wir sind weiter. Das finde ich schon mal sehr stisselig. Jammer sei Dank. Blöderweise, das wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen. Es ist ein bisschen warm. Ja. Die Dinger müssten wohl ein bisschen hochgebracht werden. Gut. Aber wir sind schon mal so weit, dass wir sagen können, wir wissen, wo wir hin müssen. Es ist nur noch etwas zu früh, weil wir halt andere auch nochmal triggern müssen. Da war ja nichts außer Kiste, Truhe oder? Na. Weichet von mir, böse Geister! Weichet von mir! Boah, das war knapp. Da ginge es wieder hoch. Hier. Das sieht doch so aus, als könnte man hier noch irgendwie was machen. Hier waren wir ja gerade. Dann müsste doch eigentlich... Nee, hier waren wir aber auch schon. Okay, irgendwo ist noch ein Ort, den ich wohl übersehe. Na super. Hier können wir auch nichts weitermachen. Wir sind halt einfach absolut darauf angewiesen, dass diese scheiß Plattformen nach oben kommen. Und wir haben ja einen so Lavasee-Tümpel-Schalter schon aktiviert. Hat er sich wieder deaktiviert? Das wäre natürlich gemein. Also ist jetzt erstmal hoch der einzige Weg, den wir wieder laufen können. Wir drehen uns im Kreis, das weiß ich. Aber ich bin der Meinung, dass wir der Sache ein bisschen näher kommen. So, hier ist erstmal nichts. Da waren wir schon. Oh wow. So laufe ich wieder zurück? Nee, eigentlich nicht. Ach, guck mal. Hier waren wir noch nicht. Sonst hätten wir den kleinen Kinnelich schon einmal zu uns genommen. Schock. Ja, Schock. Wir haben bestimmt irgendwie was, was noch frei ist und wo du reinkrabbeln kannst. Lebensfähigkeit ist cool. Das würde ich natürlich gerne jemandem geben wie Sorey oder Rose. Wo ist denn Sorey? Sorey! Hä? Jetzt bin ich aber absolut blind schon wieder. Da. Ohrringe. Achso, es wird wahrscheinlich nicht hier auftauchen, weil seine Plätze alle voll sind. Ja, dann apropos voll, machen wir den auch mal. Zack. Ja, du hast mir sehr geholfen. Danke, kleiner Mann. Du bist ein furchtbar, furchtbar knuffig, geiler Typ. Ha. Huh. Aber wir haben immer noch einen Weg frei. Und selbst wenn das der jetzt nicht sein sollte, können wir nochmal ein bisschen zurück und da nochmal schauen. Aber das müsste es eigentlich sein. Oh, Penner. Ihr wart nochmal gegen... Optimalst. Optimalst. Einfach nur beste Gegner. Bei Schmetterzahn anfällig. Und er hier? Ja. Dieses!
macht einen Powertreffer. Oh, da hat er uns eigentlich treffen wollen scheinbar. Wow, Arschkrempe. Oh, einer auf den Kopf. Was? Er hat halt einfach alles weggeblockt, ne? Wie so ein Felsblock. Linus. Das ist auch immer der Zelda-Schrei, ne? Es klingt einfach jedes Mal cool, weil er es kann, ne? Also wir greifen halt auch immer zwei an. Der Angriff ist so mächtig, dass er halt durchgeht. Zerstört den Körper zwar nicht, aber wohl den Geist. Boom. Ja, heul mal nicht rum. Wir haben ein Nullmesser erhalten. Das wird doch für unsere liebe, hübsche Rose sein. Nee, ist es nicht. Was? Ein Nullmesser, hier. Nicht elementare Angriffskraft plus 10%. Oh. Aha. Das kann gerade gegen diese fliegenden Fuzzi-Viecher hier sehr praktisch sein. Aber weil es halt einfach wesentlich schlechtere Stats hat, seht's mir nach, rüste ich es nicht aus. Oh. Scheiß Spinnenpisser! Ja, natürlich weicht er aus, natürlich. Feiger Drecksack, zack! Na? Er krebst so langsam und sorry, schafft es einfach nicht, ihn zu treffen. Boom. Ein Shishisenko aus der Hölle in your face. Busch. Wow, Dazzle's Life einfach mal. Kaum noch vorhanden. Ja, machst du nichts. In dem Moment, wo ich zum Angriff ansetze, will er halt zaubern. Okay, wo kam denn jetzt die Busse? Ach, Mick. Mick ist ja so ein kleiner Halbknecht. Ganz vergessen. Boah, Kinders, ich habe so viele Spiele geholt im Steam Sale, ne? Und ich komme einfach nicht dazu, die zu spielen. Oh Mann! Scheiß Spinne! Frust! Dreck, ey. Kann man nur so dolle schielen. Ja, wir Menschen müssen uns nie ausruhen. Weil wir viel geiler sind als ihr. Legen wir das erstmal zurück, setzen so ein Pfirsich-Ding ein. Aber die haben schon wieder alle Full Life. Das ist doch einfach. Dann nicht Purpurschleier, Frauenrüstung. Rose, du bist, glaube ich, eine Frau. Oh, aber über 70 geht das runter. Oh, Alter. Nee, das ist sowieso etwas für eine Magierin. Also wahrscheinlich für unsere hübsche Layla. Oh, aber die Rüstung ist halt einfach... Nee, das kann ich keinem antun. Sie werden ja zu One-Hits. Hm. Vielleicht schaffen wir es, den Wolf irgendwie auszuweichen. Ja, das meinte Yama. Man muss aus der Richtung das Ding wohl anzünden, wo auch der Satellit ist. Der Orbit. Das Neutrino. Die Quanten. Ja, ich höre ja schon auf. Oh, Yama, du Stecher, ey. Was wäre ich nur ohne dich? Was werdet ihr ohne ihm? Zollt ihm Dankbarkeit bitte in den Kommentaren. Verspottet mich und schenkt mir Hohn und vergöttert Yamato Pro, den Bro. Ein geiler Typ. Ich werde es einfach nicht müde, das zu betonen. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Lava dahin und wir können dann dashen wie die Verrückten. Ja, so langsam sehe ich ein Ende. Dieser großen, großen Pein. Ja, wobei ich muss sagen, also wir haben gute Erfahrungen sammeln können. Warte mal. Oh. Ah, Layla und Mick sind auch nochmal kurz vor Level-Ups. Deswegen werde ich die Gegner, die ich jetzt so sehe, vielleicht doch nochmal mitnehmen. Okay. Oder die Gegner, die ich auch nicht sehe. Alter. Und. Ja, du wirst schon deine Gründe haben, gegen einen der schwächsten Gegner hier, die ich einfach so fast kaputt mache, deine Mystic Art einzusetzen. Du wirst schon deine Gründe haben. Wer bin ich, dass ich über dich richte? Ach ja, der Nicht-NPC. Du dumme, dumme Verschwenderin.
Das ist ein Kampf nach meinem Geschmack. Der wird schön geschmeidig. Wir haben keine Probleme, die Gegner kaputt zu machen. Kombinieren schön. Sie fliehen nicht wie Spaten vor uns. Ja. Einfach mal nur eine halbe Minute. Wow. Komische Drecksgeräusche da. Wow. Wie er den geblockt hat. Du kleine Made, ey. Wow, dieser Baito. Hart. Was? Hat er mich da gerade ausgekontert und damit verbrannt? Ich glaube, das hat er gerade gemacht. Okay, ich habe natürlich übersehen, dass wir hier scheiß Geister haben, die A schnell tot sind und B fies drücken, wenn man sie nicht tötet. Alles klar! Man hört vielleicht das wilde Gehämmer, aber... Vielleicht auch nicht. Das bringt ja nichts, weil sie nicht sterben wollen. Oh, Henna! Gott sei Dank, ey. Einer ist mal tot. Oh, wir erwischen ihn. Kalt! Mit der eiskalten Klinge! Fast eine Minute, ey. Das Doppelte an Länge. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt herkam. Da muss ich lang. Verwirrt! Maximal verwirrt. Da noch nicht. Wir müssen wieder runter, glaube ich. In den einen Raum, der so schwierig war. Hier hilft uns das auch nicht. Na komm. Jawoll! Ja, geil! Boah, Spiel, willst du mich völlig verarschen? Der eine weicht halt aus, dass du ihn nicht treffen kannst. Und der andere haut dich dann halt. Das ist einfach von hinten und mega ungeil. Wahnsinn. Immer schön drauf. Boah, diese Blitzbombe. Kann ja aus. Ist schon welchen Höllenreich. Dem 12. Meinem Liebsten. Zu schwach. Aber eine halbe Sekunde bevor er casten konnte, ey. Das war echt knapp. Ist er weg? Der nächste, ey. Vor allem hat er nicht mal so viel Damage gedrückt wie ich mit der normalen Kombo. Okay. Ah, schön. Ich habe ihn hochgehievt, dann kam Mick mit seinen kleinen, leicht homoerotischen Eiszapfen und hat ihm den Rest gegeben. Ja, genau. Ich bin auch der Einzige, der hier so dumm ist und sein Mystic Art nicht einsetzt. Absolut der Einzige. Bei diesem epischen Bossfight. AKA fucking normale Gegner. Ja, toll. Hast dich von der kleinen Spinne canceln lassen, Mick. Bist du jetzt stolz auf dich? Du harter, harter Typ. Shimata. Lichter auf dem Boden, ey. Das werden irgendwie immer mehr schon wieder. Haben wir euch gleich. So. Und ich fühle mich halt echt nutzlos in diesem Kampf. Weil der Damage definitiv nicht aus meiner Richtung kommt. Levelaufstieg, eine neue Arte. Ich schau mal schnell. Weil ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder was lernt, was heilt. Nein, es ist der Spiralschlag. Okay. Das ist natürlich voll in Ordnung. Ich habe schon wieder vergessen, von wo wir jetzt kamen. Rider. Hier. Da kamen wir auf jeden Fall initial mal her. Sehr schön, wir sind wieder direkt am Anfang. Cool. Also wirklich nicht verkehrt, weil... Oh, sie schwarzes Zeug gemacht hat. Für mich, Leo! Ach, diese Liebe. Oh, die verfolgen mich sogar über einen Raum hinweg. Was für Dreckspisser. Und dann verschwinden sie einfach irgendwann. Finde ich dann wiederum gut. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das jetzt der Weg, den wir uns auserkoren kehren sollten. Und das machen wir auch mal.
Nee, das ist absolut der falsche Weg. Oder auch nicht. So. Aber da kommen wir dann scheinbar auch nicht weiter. Toll. Naja, wenigstens zwei Kisten, das ist ja schon mal okay. Ein Drachenschwanz. Oh. In so einer gümmeligen Kiste kann da auch was mega Gutes sein? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Er soll ja nicht Nahkampf machen, sondern zaubern. Also passt das. Pergament. Wenn das jetzt auch noch besser ist, dann ist das hier absolut Jackpot gewesen. Ja, ist halt auch wieder dasselbe. Wir verlieren absolut die Fähigkeit, normale Angriffe zu wirken, aber können dafür zaubern wie die letzten Merlins. Ein Jump. Ein zweiter. Und jetzt sehe ich aber definitiv, dass auf dieser Ebene, ja doch, da hinten. Wir müssen da hinten irgendwie hinkommen. Aber wie? Einmal komplett rum? Ist das der Kniff an der Sache? Einmal wirklich komplett rum um dieses Gebilde? Ich übersehe doch schon wieder irgendwas Einfaches. Und dass die immer wieder respawnen, ey. Spiel, das ist nicht in meinem Sinne. Ja, genau. Gott sei Dank. Aber ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, als hätte sich das ausgezahlt, ihm diese Waffe zu geben, den guten Mick. Weil, was er da gerade gedrückt hat, wow. Oh, robuste Hilfe geleistet werden. Super. Ja, und ich habe halt gleich drei Sachen. Zustandsveränderungsmäßig. Gleich drei. Wow, hat sie da gerade geheilt? Und wir kommen einfach. Ja. Zwei Seraphime, ey. Die nur ein paar normale Gegner. Muss ich ja lohnen. Ah, der Meeresblitz trifft mich. Alles klar! Dieses Wolfsgeheul, ey. Hart OP. Und es kommen immer mehr und mehr Gegner. Ja, natürlich habe ich den falschen anvisiert. Natürlich. Guckt sie euch an, wie dumm sie schon gucken, die Viecher. Oh, Nervensägen, sterb, tot, verderben. Bumm. So, Levelaufstieg. Sehr toll. Ich wollte ja eigentlich echt mit dieser einen Folge dieses bescheuerte, räudige Ding hier fertig kriegen, aber ich glaube, das wird nichts. Weil ich halt gefühlt schon wieder hier eine Stunde rumtorkel in diesem Drecksgebiet. Oh Mann. Wenn ich jetzt aufhöre zu spielen, ne? Dann werde ich das nächste Mal schon wieder nicht wissen, wo ich hin muss. Gut, mal davon ab, dass ich das jetzt auch nicht so super geil weiß. Das ist geil. Guck mal. An dieser Folge, oh, danke schön, kann ich nämlich einen Cut machen. Und in der nächsten wird da wahrscheinlich irgendwie ein Boss oder so auf uns lauern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und es wird hell draußen. Geiler Sonnenaufgang. Ich gehe Sonnenaufgang lunzen. Bis dahin, tschüss.